Servus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Wir sind hier am Abschluss der Ernte. Bin jetzt gerade am Übergelegen. So, einmal kurz das und dann gleich den Helfer starten. Dann kann der hier gleich loslegen. Wir switchen aber auch dann gleich weiter. Müssen nämlich hier unten erstmal den Raps abtanken. Da geht es nämlich gleich weiter mit dem dicken Einkassieren. Wir kriegen so langsam richtig Kohle zusammen. Das Düngen von Kartoffelfeld haben wir fertig gemacht. Ein paar Kleinaufgaben haben wir auch erledigt. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir können uns jetzt auch gleich in Richtung BGA nochmal begeben und ein bisschen unsere Finanzen aufstocken sozusagen. In Verbindung natürlich mit weiterem Geld verdienen. Dadurch, dass wir Geld sparen. Wir brauchen nämlich dann keine Gülle. Da dürfte jetzt richtig viel produziert werden. Das heißt, wenn wir dann hier gleich an die Felder 6, 7, 8, 9 gehen, also 7 wird ja gleich erntereif sein, dann können wir hier nämlich richtig gut düngen wieder. Und das spart uns Geld. Deswegen war es gut, dass wir hier vorher das Feld 7 mit dem Weizen mal so gehäckselt haben. War natürlich eine ganz riesen lange Aktion. Aber hat sich definitiv gelohnt, weil zum einen gibt es die Geld, zum anderen Gülle und wir haben natürlich hier gute, knallvolle Silos, das ist schön. Und ich denke mal, jetzt dürften auch dann es bald kein Problem mehr geben, hier den Gülletank, wie gesagt, zu füllen. Hat ja über 32.000 Liter Fassungsvermögen, allerdings, die sind natürlich auch schnell weg, ne? So, deswegen füllen wir jetzt mal den Schacht hier ein bisschen großflächiger auf sozusagen. Wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir hier ein bisschen was vorantreiben. Außerdem, ihr seht selbst, das Geld geht gut nach oben. Das brauchen wir. Wir brauchen dringend einen neuen Traktor. So, vielleicht mal hier erstmal ein bisschen einsacken. Voilà. Ja, ich bin da ein bisschen vorsichtig geworden, weil ab und zu bin ich dann ein bisschen zu heftig da reingefahren. Problem bzw. Resultat, es gab Prozente. Und Prozente heißt Reparatur. Reparatur kostet Geld und das wollen wir nicht, ne? Von dem Punkt Vorsicht. Wenn ich das nur mal bei allen Geräten so machen würde, ne? Naja gut, okay. Aber wie gesagt, wir füllen hier mal ein bisschen den Schacht auf, können da auch gleich unser Budget ein bisschen hochpushen und haben jetzt auch noch genau 14 Stunden und 2 Minuten Zeit, denn wir wollen ja auch das Feld 36 eventuell ersteigern, können das ja dann nochmal zu einem guten Schnäppchenpreis einsacken. Wäre natürlich nochmal ein Riesenvorteil, weil Geld sparen ist immer gut und wie gesagt, ich möchte da eigentlich ja dann das Solarfeld drauf machen. Haben uns da ja entschieden und das Feld 9 bleibt dann erstmal zum Häckseln. Mal gucken, vielleicht können wir irgendwann auch nochmal was anderes drauf machen. Aber wir haben ja genug Felder zur Verfügung, also so ist es ja nicht. Ne? So, dann nochmal vorsichtig ran. So, gleich wieder auskippen. Das Gute ist, hier haben wir zum Glück noch den großen Lizard mit 10.000 Liter. Ne? Freunde, die dann den LS15 starten wollen, werden da ein bisschen enttäuscht sein. Da ist nichts mehr mit Dick BGA ganz schnell mal Geld gemacht, weil die größte Schaufel hat, glaube ich, 4.680 Liter, wenn ich das gerade so richtig im Kopf habe. Von dem Punkt, müsst ihr dann etwas mehr Zeit mitbringen, beziehungsweise anderweitig halt Geld verdienen. Von dem Punkt haben die da schon ein bisschen was umgestellt. So, hier haben wir auf alle Fälle genug finanzielles Potenzial. Wir haben hier noch über, ich glaube 500.000 Liter drin. Das heißt also, da kommt natürlich einiges noch bei rum auf Dauer. Aber ich will jetzt auch nicht permanent hier nur BGA machen. Das ist immer so eine Sache, wo man zwischendurch mal ein paar Schaufeln reinschmeißt und dann ist okay. So, bevor wir hier aber jetzt weitermachen, will ich mal ganz kurz gucken. Wir stehen hier im Weg. Das müssen wir schnell mal beheben, damit nämlich auch der Kollege hier weiterarbeiten kann. Weiß jetzt gar nicht, sollen wir da groß schon irgendwo hinfahren? Würde eigentlich sagen, nein. Das heißt, wir machen hier mal Zündung aus und machen da oben erstmal weiter. So. Einmal den Schacht voll, so bis es nicht mehr geht sozusagen. Dann kann der da erstmal in Ruhe arbeiten. Und vielleicht reicht ja sogar das Geld, dass wir uns dann schon bald einen größeren Traktor kaufen können. Wäre natürlich auch eine schöne Sache, denn wie gesagt, der Kleine mit Pflegebereifung, der Agrofarm, der ist nicht wirklich so leistungsstark, dass er da also auch den großen Kipper mit 61 Tonnen dann ziehen kann. Dafür ist er einfach nicht ausgelegt. Und da müssen wir natürlich für adäquate Maschinen sorgen. So. Denken, wenn die Schaufel drin ist, sind wir schon gut dabei. Dann dürfte das erstmal wieder eine Zeit lang reichen und genug zu tun haben hier. Falls wir das alles noch reinkriegen. Ja, das sieht gut aus. Alles klar. Steigen wir mal kurz aus. Ich möchte nämlich mal gerade schauen, wie viel wir jetzt an Gülle haben. Außerdem können wir schauen, ob wir vielleicht den Gülletank schon voll machen können.
Oh, da sind 20.000 Liter drin, das ist perfekt. Das heißt, hier können wir jetzt schon mal ein bisschen auffüllen. Ihr seht, wir haben jetzt noch nicht mal den ersten Güllewagen voll gehabt. Allerdings, jetzt sieht das schon wieder deutlich besser aus. So, Rapsernte, ja, dürfte bald fertig werden. Vielleicht dann zur nächsten Folge, weil wie gesagt, Feld 40 ist natürlich gigantisch, aber mit dem großen Case geht das eigentlich jetzt, weil zumindest solange Raps drauf ist, schon mal ganz okay. So, und hier, ja, 32.000 Liter, jetzt sind nur noch 6.000 Liter drin. Das heißt, wow, ne, da ist natürlich schon einiges in Arbeit. Ja, hier, der sieht ganz gut aus. Da bin ich schon gerade überlegen, da könnte man sogar die Sämaschinen schon wieder starten. Das wäre eigentlich eine Idee. Ich will mal gerade was gucken. Will mal kurz da hinten reinschauen, weil mich interessiert mal, was wir jetzt da überhaupt noch an Maschinen rumstehen haben. Ich glaube nämlich, eine eigene Sämaschine haben wir da noch gar nicht geholt. Das würden wir dann von oben die nehmen. Weil die hat natürlich dann auch erstmal ein bisschen Arbeit, aber wäre ja auch kein Problem. Wir müssen ja nicht an jeder Ecke eine eigene Sämaschine haben. Hat ja normaler Standardlandwirt auch nicht unbedingt, ne? Und ihr seht auch hier traktortechnisch im Moment ein bisschen leer alles. Das heißt, wir gucken mal gerade, wie weit hier die Sämaschine ist. Die ist fertig, das ist natürlich perfekt. Das heißt, wir machen hier mal die Zündung an, klappen das Ding zusammen. Aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem wieder auf den Raps da unten. Denn wenn wir jetzt mit einem Case arbeiten und da Weizen machen, haben wir, glaube ich, ein dickes Problem. Denn dann sind wir da richtig lange zugange. Und so können wir unseren Rapsvorrat gleich wieder steigern. Wenn wir einen zweiten Case haben, wären wir Überlegung. Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, ob wir dann da unten auch eine andere Fruchtsorte mal ansetzen, um mal so richtig schön aufzupowern. Weil mit zwei Mähdreschern, denke ich mal, haben wir dann richtig viel Action. Das könnte eigentlich dann schon mal ganz cool sein. So, gerade mal gucken, wie fahren wir am besten. Genau, hinten die Rampe hoch, dann Passtadt. Und hier auf Feld 40 wird die Sämaschine natürlich richtig viel Arbeit haben. So, Case bei 97%, das ist cool. Dann können wir den gleich abtanken. Ansonsten sind wir ja richtig gut dabei. Gülle wird fleißig produziert, bisschen Geld haben wir auch. Also von dem Punkt alles okay. Und ich denke mal, wenn... Oder wollen wir erst noch eine Wachstumsstufe abwarten? Bin ich gerade überlegen. Dann wäre das aber erntereif mit den Feldern oben. 6, 8, 9. Nee, das ist blöd, weil wenn wir da am Häckseln sind, das ist... ja, kontraproduktiv, ne? Weil dann sind wir nur unnötig am hin- her switchen. Ich denke mal, so ist das angenehmer. So, den klappen wir schon mal aus, den Knaben. Und werden uns dann mal vorsichtig hier in Position begeben. So, würde sagen, so passt das ungefähr. Heißt, Gerät wechseln, Fahrstufe 2, entsprechend die Feldspritze gleich einschalten und den Helfer hinten dran. Dann kann der jetzt hier den Raps schon mal einsehen. So, da hinten ist unser Traktor. Das heißt, da spurten wir mal schnell hin. Schnell mal hinspurten ist gut bei so einem großen Feld, ne? Da hechelt dann der olle Solaris hier wacker über den Acker. Und ja, dann gehen wir zum Case hoch. Der dürfte aber, wie gesagt, vielleicht sogar heute schon fertig werden. Wow, da ist aber richtig viel zusammengekommen. Ich glaube, der ist auch schon ziemlich gut voll mit 80%. Das heißt, der dürfte jetzt wahrscheinlich gleich ganz voll werden. Dann wären wir schon bei 120.000 Liter Raps. Puh, das ist schon mal eine richtige Hausnummer. Und auf Feld 7 kommt ja dann auch gleich noch mal ein bisschen Raps rein, ne? Da können wir dann auch grübeln, ob wir dann vielleicht da noch was anderes machen. Denn, also oben Feld 7 noch mal zum Häckseln nehmen will ich eigentlich nicht. Also ich würde das ganz gerne auf die normale Landwirtschaft begrenzen. Ja, sieht gut aus. Dürften noch ungefähr drei Spuren sein, die er dann hat. Das heißt, da sollten wir eigentlich gut mit durchkommen. So, und dann gucken wir mal vielleicht, wenn wir die Möglichkeit haben, schnell auf Feld 36. Mich würde nämlich mal interessieren, was denn das Feld eigentlich kostet, beziehungsweise für wie viel es jetzt im Moment im Angebot ist. Ist ja soweit auch bekannt, wenn man also beim Ersteigern Geld sparen will, am besten immer erst kurz vor 22 Uhr bieten, denn wenn ihr vorher bietet, dann ist das zwar schön, aber dann wird auch immer wieder zwischendurch ein anderes Gebot kommen. Und dann kann es im schlimmsten Fall passieren, das habe ich auf dem Privatspielstand schon erlebt, dass nämlich dann das ganze Feld im Endeffekt genauso viel kostet, als wenn wir es gleich gekauft hätten. Also wenn ihr da richtig Geld sparen wollt, dann ist das Sinnvollste, warten bis kurz vor 22 Uhr, so 4-5 Minuten vorher, dann entsprechend Gebot abgeben, kurz mal zittern und dann ist der Drops gelutscht. Dann habt ihr es im Optimalfall fast zum halben Preis sogar einkassiert, ne? Das macht dann natürlich richtig Laune. So, hier sieht es auch gut aus.
92%, ja, also 120.000 Liter haben wir schon und jetzt geht es gleich dann nochmal weiter. Also das ist richtig dick. Und jetzt stellt euch das mit Weizen vor. Ich glaube, das sind dann locker 3 bis 350.000 Liter, die wir da rein kassieren. Oh, der ist noch gar nicht voll. Wow. Naja gut, wir müssen in die Richtung. Dann würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit, machen den hier jetzt noch komplett voll. So, und jetzt können wir durchfahren. Wunderbar. Flitzen wir gleich darüber und werden das, wie gesagt, auch ins Silo bringen. Ja, ist natürlich ein ganz schöner Fahrweg jetzt und wir müssen uns an den Weg halten, weil vorne wird ja schon eingesät. Von dem Punkt dürfen wir natürlich jetzt hier nicht mehr quer rüberfahren, wenn schon eingesät ist. Das wäre ja nicht wirklich von Vorteil. So, und der schleicht so ein bisschen durch die Gegend. Ich glaube, wir gucken gleich mal, was das mit den Traktoren auf sich hat von den Kosten. Ich weiß, dass die großen Deutschen um die 230.000 kosten. Aber wir wollen ja mal schauen, ob wir uns vielleicht nicht so einen Megatraktor holen. Das können wir dann gleich mal austesten. So. Einmal hier rüber. Ja. Ich denke mal einmal so eine Fahrt oder ja, einmal, wenn wir noch so fahren müssen, die andere Fahrt wird dann etwas schneller gehen, weil ich glaube nicht, dass das jetzt nochmal 60.000 Liter gibt. Kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Dafür haben wir zu wenig Feld übrig. Aber trotzdem, wir haben gut einkassiert. Wie gesagt, Feld 7 kommt dann auch noch mit dazu. Und dann können wir schauen, was der Rapspreis sagt, ob wir das vielleicht auch noch verkaufen. Und dann haben wir nochmal ein richtig finanzielles Polster. Dann können wir ein bisschen aufrüsten. So, jetzt gibt er wieder ein bisschen Gas. Das ist schon mal sehr gut. Aber auch nicht wirklich viel. Also der ist da schon ganz schön am Kämpfen. Gerade gucken. Ne, Gabel habe ich oben. Wobei auch nicht so richtig oben, muss ich mal sagen. Ich habe das bei der Landwirtschaft oft gesehen. Die haben das ganz so nach oben gemacht und dann aber nach unten. Ich glaube, so fahren viele. Wobei hier sieht man, das geht nicht ganz nach unten runter. Das guckt so ein bisschen nach vorne. Ja, auf der Straße sehe ich das aber dann, dass die im Prinzip die Hydraulik so weit steuern können, dass das ganz nach unten senkrecht fast runter zeigt. Also da ist natürlich dann das Risiko deutlich geringer, dass man da irgendwo dran dotzt. Deswegen mache ich das lieber erstmal so, weil ganz nach hinten geht genauso wenig. Das ist noch gefährlicher. Also am besten so ein wenig über dem Boden und dann flach und gerade. Oh, Wagen leer. Hilfe. Nein, Spaß. Dann ist das, glaube ich, etwas angenehmer. Aber wie gesagt, im realen Leben habe ich schon gesehen, da wird die Gabel so weit runtergeklappt, dass sie senkrecht nach unten zeigt. Das scheint hier im Spiel noch nicht ganz so zu gehen. Aber okay, wir sind ja froh, dass wir es überhaupt haben, ne? Für die Mischration ohne Ballengabel wäre ein bisschen blöd. Und für die Schafe dann mit Palettengabel wäre es auch gut, weil wer will sich dafür dann schon Gabelstapler holen? Mit Palettengabel kann man das wenigstens gleich wegfahren, weil die Traktoren ja auf der Straße fahren können. Bei Gabelstapler ist das immer so eine Sache, ne? Die sind dann nicht Straßen zugelassen, weil da muss ja viel umgebaut werden von so einem Standardstapler aus. Und ja, das ist dann natürlich viel zu aufwendig. So. Mir dann gleich dementsprechend. Gerade mal gucken, wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. So. Gleich entsprechend am Silo. Können es dann abtanken. Case ist bei 61% schon wieder. Puh, das heißt, ja, da kommt einiges nochmal rein. Aber wie gesagt, 60.000 glaube ich jetzt eher weniger. Helfer ist noch aktiv. Die Sämaschine ist auch fleißig dabei, Rapse einzusehen. Mal gucken, wie lange die braucht jetzt. Weil das wird natürlich auch einiges an Zeit kosten. Dumm-di-dumm. Dumm, 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 dumm. Ja, er dümpelt da vor sich hin. Habe eben kurz überlegt, ob ich vielleicht den anderen Traktor nehme, aber ich glaube, für das einmal hoch und runterfahren jetzt braucht man da nicht nochmal zu wechseln. Wir gucken einfach, dass wir dann gleich was anderes holen. Wenn wir das jetzt soweit haben, der Case abgetankt ist, schauen wir mal, was da für Traktoren in Frage kommen. Und dementsprechend gucken wir mal, was wir uns holen. Ne? Könnt ihr mir da mal die Kommis reinschreiben? Ansonsten, wenn ich da nichts lesen sollte, dann werde ich da selbst eine Entscheidung treffen. Wir gucken mal kurz in die Statistik. Und ihr seht schon, wow, das sieht mal richtig gut aus. Denn wir sind jetzt schon bei 120.000 Literchen. Genau 122, sprich zwei randvolle Kipper. Das ist natürlich schon mal richtig schick. So, dann fahren wir diesmal am besten auch hier vorne wieder rum. So. Ja, selbst leer hat er schon ein bisschen ein Problem. Der ist zwar jetzt schon auf der Höchstgeschwindigkeit, aber kommt einem irgendwie nicht so wirklich zügig vor, das Ganze.
So, gucken wir, dass wir da hinten dran hochfahren. Ab zur Mühle hoch. Ist ja auch ein ganz schöner Fahrweg jedes Mal. Von dem Punkt wäre es dann schon ein Vorteil, wenn wir da was Größeres kriegen. So, den Weg nach oben fahren wir noch. Danach ist aber leider schon wieder Schluss. Der Timer hat mich eben gerade unfreundlich daran erinnert, dass die Zeit schon wieder abgelaufen ist. Mann, das geht aber auch so schnell vorbei hier. Aber wir haben zumindest heute ein bisschen wieder was erledigen können. Die Ernte wird definitiv in der nächsten Folge fertig. Die Einsaat wage ich zu bezweifeln, dass die nächste Folge fertig wird, weil dafür ist einfach das Feld zu groß, die Kondor zu klein oder wie auch immer, aber jedenfalls das Verhältnis passt nicht, dass man das zügig mal schnell so nebenbei einsät. Das wird also nicht funktionieren. So, einmal hier rum. Oh, und dann bin ich mal gespannt, ob wir echt mal vielleicht das Glück haben, eine große Nachfrage zu bekommen. Wäre natürlich cool. Oh, ich gucke gerade aus dem Fenster. Mann Gott, es scheint echt Frühling zu werden. Sternenklarer Himmel bei uns. Und ja, wir haben 6:15 Uhr morgens, also realer Zeit, ne? Und es wird schon langsam hell hier bei uns. Also es scheint so langsam wieder an die angenehme Zeit des Jahres zu gehen. Jetzt müssten nur noch die Temperaturen ein bisschen mitspielen und dann wäre alles in Butter. So. Wir sind jetzt in der Zeit hier am Feld 40 angekommen. Gucken mal gerade, wo der Case jetzt gerade steht und wo jetzt auch die Sämaschine unterwegs ist. Gut, das sehen wir natürlich wunderbar durch das Gedüngte hier. Ah, die ist da hinten gerade am Drehen, in Ordnung. Dann hängen wir noch mal eine halbe Minute dran, wie gesagt, weil ich will den jetzt nicht mitten auf der Gasse stehen lassen, nur weil die Zeit um ist. Gibt viele Let's Player, die machen sowas, machen pünktlichst dann Schluss und bloß keine Sekunde länger. Aber ihr kennt mich, ich möchte gern zumindest so ein bisschen in die Richtung kommen, dass ich sagen kann, alles klar, da können wir sauber starten. So. Da sind wir jetzt auch an einem sauberen Startpunkt, würde ich sagen. Abtanken werde ich ihn heute nicht mehr. Ja, von der Breite könnte das sogar mit einer Spur weggehen oder ja, könnte sogar mit einer reichen. Das müssen wir dann mal gucken. Wir machen jetzt aber hier erstmal die Zündung aus, switchen nochmal kurz rüber und sagen aber dem Kollegen, dass er dementsprechend jetzt Feierabend hat. So, mal auch hier mal kurz gucken, wie es aussieht von der Tiefe. Na, noch ein Stückchen zurück, dann passt das. Genau, auch hier die Zündung aus. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ja, übermorgen geht's hier weiter oder morgen entsprechend in Westbridge Hills. Viel Spaß dabei. Bis dahin. Servus und tschüss.